es geht schon los. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir stellen euch heute einmal die Straßenkehrmaschine bzw. Hallenkehrmaschine Devo DRS 80 vor. So, die Devo DRS 80 ist angegeben mit einer Arbeitseffizienz von 6380 Quadratmeter die Stunde. Wir haben hier eine Arbeitsbreite von ca. 1,20 Meter. Man sieht jetzt hier, die beiden Bürsten haben ungefähr eine Breite von 40 cm. Im Inneren finden wir nochmal die Hauptbürste, 50 cm, die überlappen. So haben wir ungefähr eine Arbeitsbreite von 1,20 Meter. So, was kann die Kehrmaschine? Ist die Frage. So, ich würde einmal sagen, wir fangen an mit der Bedienung des Geräts. Also, wie bediene ich das Gerät? Wir haben eigentlich eine sehr, sehr einfache Bedienung. Wir haben hier 5 Knöpfe, die zu drücken sind. Ich würde sagen, kommst du einmal rüber und filmst mal einmal die Knöpfe. Wir haben ja einmal gut vorne fahren, rückwärts fahren mit dem Signal. Hier kann ich einmal die Bürsten runterstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf, ist ein Kippschalter in der Mitte, bleibt der so wie er ist. Hier fahre ich die Bürsten mit runter, kann auch zwischendurch stoppen. Und wenn ich den in die andere Seite drücke, fahren die Bürsten wieder hoch. So wie das mit dem Mechanismus unten funktioniert, das werde ich gleich nochmal erklären. Lampe, wir haben eine ziemlich helle Lampe, so kann man auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut kehren. Hupe und einmal den Wassersprüher. So, beim Wassersprüher ist es wichtig zu wissen, dass man hier unten nochmal ein Ventil hat. Hier unten drunter, wo Sprinkler Switch steht, muss man einmal das Ventil hier zur Seite aufmachen, kann dann die Wasserspritzdüse nutzen. Sieht dann einmal so aus, so befeuchte ich quasi den Boden und verhindere in sehr staubigen Abschnitten, dass der Staub zu sehr aufsteigt. So, ich mache das hier mal wieder zu, sonst tropft sie die ganze Zeit aus der Düse raus. Gut, Gas, Bremse. Hier ist einmal Gas, hier ist einmal Bremse. Hier habe ich ein ganz wichtiges Pedal noch. Ich kann hier einmal die Sauglippe, also die Hauptbürste ist eingekastet mit 4 Sauglippen, sodass ich quasi einen höheren Abzug, eine höhere Absaugung habe. Und wenn ich jetzt mal größere Gegenstände einfegen möchte, dann kann ich das, indem ich hier dieses Pedal drücke, wenn du mal hier runter filmst, siehst du, dass die Sauglippe sich nach oben quasi wendet. So, das heißt im Prinzip, ich kann dann hier einmal treten, habe dann natürlich deutlich reduziertere Einsaugfähigkeit, weil es nicht mehr geschlossen ist, aber kann somit deutlich größere Gegenstände einfegen. Lampe ist wichtig, ist vorgeschrieben. Hier hinten habe ich nochmal einen 10 Liter fassenden Wassertank, der dann vorne die Sprühdüse mit Wasser versorgt. Ich einmal wieder zu. Gehe mal eben zu unserem Abfallbehälter, 80 Liter packend, fassend, nehme ich hier so raus und kann den dann ganz entspannt zu der Abfallstelle fahren und da vorne drüber auskippen. Ich mache es mal einmal auf, also von unten, einmal hier rum, von unten sieht man schon mal hier, dass da unten ein Filter drin ist. Hier unten ist ein Rundfilter verbaut, der ist hier unten. Der nimmt quasi den Staub aus der Luft. Und wenn ich jetzt quasi den Rundfilter mal ausschlagen möchte, haben wir hier eine Kurbel, muss aber zwingend nach rechts gedreht werden, kann den Filter kurbeln kann den somit ausschlagen. So, ich habe jetzt einmal hier einen Ersatzfilter geholt. So sieht der aus, der Rundfilter, der hier verbaut ist. Das heißt, der ist hier so quasi verbaut. Und wenn ich den dann hier kurbel, dann habe ich unten so ein Plastikding und das bringt den halt quasi, schlägt den aus. So, der ist hier verbaut. Und so nehme ich quasi den feinen Staub aus der Luft. So, ich zeige jetzt mal einmal, wo der verbaut ist. Und erkläre mal das Innere der Maschine. Das ist ganz interessant, weil wir haben ja eigentlich eine sehr, sehr einfach aufgebaute Maschine. Im Umkehrschluss heißt es auch, dass hier nicht so viel kaputt gehen kann. Also hier unten drunter ist der Filter verbaut, kann man dann hier hinten drüber wechseln. Das heißt, man
schraubt diese ganzen Schrauben los und zieht dann den Filter einfach raus. Das ist beim ersten Mal ein bisschen kompliziert, bis man es dann mal verstanden hat. Ich habe hier 4 12 Volt 67 Ah Batterien verbaut. Das resultiert ungefähr in einer Arbeitsdauer oder Arbeitsleistung von 3 Stunden. Das heißt, ich kann mit dem Gerät hier 3 Stunden lang kehren. Hier drunter habe ich Schalteinheit verbaut. Verschiedenste Sicherungen, wie man das im Auto kennt, sind hier. Das heißt, wenn mal irgendwie, sag mal, die Hauptbürste fällt aus und funktioniert nicht mehr, so, dann schaue ich mal zuerst mal hier, ob hier irgendeine Sicherung durchgebrannt ist und ersetze die, die ist im Lieferumfang enthalten. Hier auf der anderen Seite habe ich die Hauptsicherung. Hier, für jeden, den es stört, das Gepiepe quasi, wenn ich einen Rückwärtsgang einschalte, schneide ich hier das Kabel durch, habe das nicht mehr, das hier ist der Lautsprecher dafür. Hier sieht man ganz gut den Elektromotor, den Antriebsmotor. Habe hier Bremssattel drauf, hydraulische Bremseinheit mit Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit ist hier hinter, das heißt, wenn ich mal irgendwann Bremsflüssigkeit quasi nachfüllen möchte, schraube ich das hier auf, dann sieht man den Bremsbehälter, den Flüssigkeitsbehälter, kippt was nach und falls die Bremse mal nicht mehr so packen sollte, haben wir dazu auch ein Video gemacht. Das heißt, wird da ganz, ganz genau erklärt. Das heißt, ich habe hier so Pinöppel und kann dann hier ein bisschen Bremsflüssigkeit rauslassen und immer wieder die Bremse treten, bis keine Luft mehr in den Bremssätteln ist, beziehungsweise im System ist. Also ich habe hier, kommt das Wasser aus dem Wassertank, habe hier einen kleinen Filter, habe hier auf der anderen Seite die Wasserpumpe verbaut, hier. Und die pumpt dann natürlich schön das Wasser zu der Düse. So, jetzt haben wir schon das meiste eigentlich erklärt. Ich klappe das hier mal wieder zu. Wie gesagt, hier ist eine ziemlich simple Kontrolleinheit drunter. Ist nicht irgendwie geschaltet, wie es nicht sein sollte. Also auch zum Austauschen sehr, sehr einfach. Wir haben eine ganze Reihe hinten an Ersatzteilen, auch die Kontrolleinheiten, alles haben wir da. Das heißt, falls mal wirklich irgendwas an dem Gerät passiert, haben wir im besten Fall ein Video dazu und können ihn dann so beschreiben, wie man es ganz, ganz einfach austauschen. Das sind meistens ganz, ganz wenige Handgriffe. So, ich würde mal einmal hier, auf der Seite ist es besser zu sehen, die Seitenklappe aufmachen und einmal das Innere der Antriebe, der Bürstenantriebe zeigen. So, jede Bürste hat einen eigenen Antriebsmotor, sieht man von hier, also die vorderen Bürsten. Die Hauptbürste ist über einen Keilriemen und über einen eigenen Antriebsmotor versorgt. Was hier ganz interessant zu wissen ist, ist, dass die Bürsten sich immer absenken bis zu den Distanzschrauben. Das heißt, ich mache das jetzt mal einmal. So, wir haben jetzt hier ein ganz neues Gerät, deswegen macht das hier keinen Sinn, die Schrauben weiter runterzulassen. Aber wenn ich jetzt die Bürste schon des Öfteren oder länger benutzt habe und ich komme hier nicht mehr richtig auf den Boden mit der Bürste und das Reinigungsergebnis ist nicht mehr, wie es sein sollte, dann schraube ich die Distanzschrauben hier einmal für die Hauptbürste, hier einmal für die Rundbürsten vorne nach unten und kann dann die Bürste quasi benutzen, bis sie komplett abgefahren ist. So, Keilriemenrolle, Spannrolle. Hier sieht man Kettenantrieb, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe hier Stellmotoren verbaut, mit denen dann die Bürsten runtergelassen werden. Und ja, das meiste ist grundsätzlich so verbaut, dass wenn auch mal was kaputt gehen sollte, ja, was hoffentlich nicht passiert, aber es entspricht natürlich nicht der Realität, sondern es kann immer mal irgendwas ausfallen, dass ich das mit ein, zwei Schrauben quasi wieder lösen kann, zum Beispiel auch den Antriebsmotor für die vorderen Bürsten und mit einfach einem Plug, also einem Stecker, austauschen kann. So, das ist eigentlich das, was wir an dieser Maschine genießen, dass die sehr, sehr einfach aufgebaut ist und sehr einfach zu bedienen ist und auch sehr, sehr einfach zu reparieren ist, falls mal irgendwas passiert. So, eine häufig gestellte Frage ist natürlich auch immer, was kommt alles mit der Maschine mit? So, wir haben jetzt hier einmal nochmal Ersatzbürsten für vorne, Rundbürsten. Was zu den Bürsten zu sagen ist, ist, dass wir hier ungefähr eine
0,5 mm Beburstung haben. Das heißt, für Hallen, für Staub, für aufliegenden Dreck perfekt. Sobald es aber um sehr stark anhaftenden Dreck geht, das heißt stark festgefahrene Erde durch einen Traktor, durch einen LKW oder sowas, lohnt es sich, auf die Maschine eine festere Beborstung drauf zu machen. Wir empfehlen hier bis 2 mm Beborstungsstärke und können Ihnen da auf jeden Fall auch weiterhelfen bei den Bürsten. Sowohl für die Rundbürsten als auch für die Hauptbürsten im Inneren. So, dann haben wir hier natürlich noch das externe Ladegerät. Wird einmal hier reingesteckt und aufgeladen. Ladezeit geben wir an mit etwa 5 Stunden. Dann sollte die Maschine wieder vollgeladen sein. So, eben habe ich über die Kurbel gesprochen, die ist hier. Die stecke ich einfach drauf auf den Bolzen, drehe aber bitte im Uhrzeigersinn, um den Filter auszuschlagen. Hier habe ich 2 Rampen, die stelle ich vor das Metallgerüst, in dem die Maschine kommt, um die abzuladen. Das heißt, erstmal eine vor, um Vorderreifen runterzufahren, da vorne rausfahren bitte, und dann versetzen zu den beiden Hinterreifen mit den Hinterreifen runterfahren. So, dann haben wir hier nochmal Werkzeug und die Gebrauchsanleitung. Verschiedenste Schlüssel, die natürlich auf die Maschine oder zu der Maschine passen. Schraubenzieher, Gebrauchsanleitung, habe ich schon gesagt, und eine Handvoll Ersatzsicherungen. Das haben wir eben schon mal im Video gesehen. Falls da mal eine durchbrennt, das ist eine 30er. So verschiedenste Ersatzsicherungen dann im besten Fall selbstständig austauschen und natürlich darauf achten, dass es dann auch die richtige Stärke ist. Ne? So, das war es jetzt erstmal zu der Maschine als solche. Wir werden jetzt die Maschine natürlich mal testen und mal schauen, ob sie denn auch verspricht, ob sie denn auch hält, was ich versprochen habe. So. Okay, also wir starten jetzt hier einmal mit einem leeren Schmutzcontainer. Bei uns ist es glücklicherweise natürlich, da wir Reinigungsgeräte verkaufen, sehr sauber. Aber wir werden hier sicherlich noch den einen oder anderen Staubkorn finden und schauen mal, was wir hier zusammentragen. Ich glaube, jetzt hier mal ganz kurz, um noch kurz was zu erklären. Wir haben gesehen, wir haben einen richtig schönen kleinen Wendekreis. Das heißt, wir können hier auch in kleinen Gängen oder engen Gängen, die wir hier haben, schön wenden. Und ich kann hier sehr, sehr genau arbeiten an der Seite. Hier sehe ich jetzt so ein bisschen feineren Dreck. Können wir mal das Vorher-Nachher-Ergebnis auch zeigen. Also ich fahre jetzt hier einmal drüber. Und ich sehe hier, dass der Dreck schön weggegangen ist. Und ich sehe auch schön, wo ich gefahren bin. Sehe die Abdrücke der Hauptbürste und habe hier wirklich ein schönes Reinigungsergebnis auch erzielt. Ne? Ich würde sagen, da wir jetzt schon mal hier sind, gucken wir mal, was wir hier mit einer Runde erreichen konnten. Trotz unseres eigentlich sehr sauberen Lagers konnten wir das eine oder andere auf jeden Fall zusammenfegen. Also wie gesagt, diese Bürsten sind hier für solche Flächen optimal. Ja. Sobald es dann wirklich gröber Dreck wird, muss eine stärkere Bürste her, beziehungsweise stark anhaftender Dreck. Ne? Aber ich sag mal so, das Kehrergebnis, wir haben da schon wirklich sehr viele Maschinen verkauft und mit dem Kehrergebnis ist wirklich bisher jeder zufrieden.
Das ist eine Maschine, die wirklich sehr, sehr sauber kehrt, die auch sehr fein kehrt und einen schönen Filter verbaut hat und ja, die Luft dann auch Luftqualität deutlich verbessert. So, ich würde sagen, ich danke jetzt erstmal fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Danke sehr.